Ja, schau dir mal diesen Pilz an. Das ist ein Schwefelporling. Einer der wenigen essbaren Baumpilze. Ja, also der ist essbar in jungem Zustand. Wenn er dann älter wird, da wird er ledrig. Ja, aber hier, wenn man so dran rumwackelt, den musst du gut braten. Sagt man, dass der Geschmack ja an Putenschnitzel ein bisschen erinnert. Also der hat auf alle Fälle eine festere Konsistenz. Ich habe ihn schon mal gegessen. Sehr schmackhaft, finde ich. Aber die Geschmäcker streiten sich da sicher. Also nicht jeder empfindet den als so schmackhaft. Aber wenn du hier siehst, schau mal, ein wunderschöner Pilz. So dieses Orange. Von unten gelb, deswegen heißt er Schwefelporling. So, also hier, schau mal. Ein wunderschönes Exemplar. Ich werde mir bloß mal ein kleines Stück dort oben, das werde ich mir abmachen. So, und der ist jetzt hier noch nicht zu alt. Der wird, ja, wenn man tiefer reingeht, jetzt hier mit dem Finger, dort wird er dann fester. Also deswegen sagt man in jungem Zustand essbar. Und ich kann jedenfalls sagen, ich habe ihn gut durchgebraten und ich fand ihn sehr schmackhaft. Wie du siehst, habe ich jetzt hier so ein paar Stücken von dem Schwefelporling, dieser Baumpilz, habe ich mit nach Hause genommen. Ja, hatte jemand auch schon was dort abgemacht und einfach runtergeschmissen. Ja, von diesem schönen Pilz. Das habe ich aufgelesen und habe mir nur ein paar Ohren, ich nenne das mal Ohren, ich weiß nicht, wie man das offiziell nennt, habe ich mir noch abgemacht von denen, nur ein paar. Ja, Zubereitung ganz einfach. Also ich mache das so, ich schneide das in dünne Streifen. Auf was du vielleicht achten musst, ich nehme mal den jetzt hier als Beispiel. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, mit einer Hand muss ich die Kamera halten. Also der wird im Prinzip, wenn du hier anfasst, ist der biegsam und weich an den Enden und wird dann hier immer fester. Ja? So, und ich schneide mir im Prinzip dann hier so diese Streifen runter und bis ich dann merke, es wird fester, also das Ende jetzt hier, das ist wahrscheinlich zu lederig. Also das nehme ich nicht, aber ich würde jetzt schätzen, ungefähr bis hierhin biegt er sich so ungefähr. Dann dieses Ende, das tue ich halt weg. Den musst du gut braten. Also das ist auch sicher. Du kannst auch, das wäre jetzt eine andere Variante. Schau mal, wenn ich ihn dir so zeige, da ist er recht dünn. Und wenn du das harte abschneidest, dann kannst du durchaus den Pilz wie ein Schnitzel beidseitig braten. Das geht auch, da sparst du dir das in Scheiben schneiden. Ja, das mache ich jetzt diesmal aber trotzdem, also in Scheiben schneiden, weil ich dort noch zwei andere Pilze gefunden habe. Und da muss ich mal sehen, das müsste wieder dieser Kornblumenröhrling sein, der, wenn man den hier anschneidet, am Stiel blau anläuft. Also das bloß am Rande. So, also du kannst das durchaus auch wie ein Schnitzel machen. Der riecht übrigens auch sehr gut.
der Schwefelporling. Ja, riecht schon pilzig, also sehr pilzig. Ich finde den, wie gesagt, durchaus schmackhaft. Also für mich ist das ein schmackhafter Pilz. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Die Konsistenz verglichen mit, sage ich mal, normalen Pilzen ist schon fester, wenn du es im Tiegel dann, auch wenn du es gebraten hast, darauf sollst du dich einrichten. Also das ist dann bissfester, dieser Pilz, aber durchaus schmackhaft. Ich habe gelesen, also ich habe ihn ja schon mal gegessen, dass manche sagen, ja, der Geschmack würde so in Richtung Putenschnitzel gehen. Eben weil, wenn man da reinbeißt, dann ist das schon wie Putenschnitzel, habe ich jetzt lange nicht gegessen. Aber so in der Art, wie ich mich erinnere, hat der Pilz schon etwas. Allerdings eben pilzig. Ist jetzt vielleicht nicht mit einem Waldpilz zu vergleichen, vom Geschmack her, also schmeckt schon ein bisschen anders, aber trotzdem pilzig. Also ich finde den sehr gut. Wie du gesehen hast, der wächst ja dort an einer toten Eiche, an einer abgestorbenen Eiche. Du würdest den auch an Obstbäumen finden. Also generell Laubbäume, Befelder. Aber auch ein sehr schöner und für mich auch schmackhafter Pilz. Ja, ansonsten bereitest du den zu, so wie andere Waldpilze auch. Also die werden ordentlich angebraten. Mit Zwiebeln kommt da dran. Ich habe jetzt hier noch Kokosfett habe ich da, das werde ich dafür verwenden und eben auch ordentlich durchbraten. Das ist schon wichtig, nicht bloß 5 Minuten heiß machen oder so, sondern die müssen schon irgendwie durchziehen. Und ja, da ist das ein schmackhafter Pilz. Ich habe jetzt so viel gesammelt, schau mal, also das ist ja doch relativ viel, das kann man als Einzelner sowieso nicht essen. Das ist dann morgen zum Mittag gedacht, wo ich mich ja mit anderen Leuten treffe. Und da haben wir das schon ausgemacht, dass wir da Pilze dazu machen. Also da werden wir die verwenden. Und einen Teil mache ich mir eben heute Abend noch eine Pilzmahlzeit. Ne? So, und hier nochmal, ja, Nahaufnahme. Hier ist er noch nicht, sind die Ohren noch nicht auseinandergeschnitten. So sieht er aus. Hier die Stelle, die ist halt dann, so wächst er am Baum. Ja, also auch ein wunderschöner Pilz. Ja, und was ich auch mit dem mache, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ist, ich werde auch ein paar Stücken von dem trocknen. Einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob er sich zum Trocknen eignet, allerdings sage ich mir, ja, die meisten Pilze eignen sich, also die essbaren Pilze, es sind ja viele davon, eignen sich zum Trocknen. Warum dieser nicht? Ach, deswegen sehe ich jetzt keinen Grund und werde es erstmal ausprobieren, da auch ein bisschen was davon zu trocknen.